Okay. Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Pronto, Moment, da, ich konnte das aufnehmen. Und es lesen. Die Bärenmutter kehrte zurück. Sie war furchtbar zornig und griff den Kaufmann an, doch er konnte mit den Pelzen ihrer Jungen fliehen. Kein Roman schreiben. Halt die Klappe, ein mächtiger Adler wurde Zeuge des Geschehens und stieß auf den Kaufmann herab, der zwischen den Bäumen hindurchrannte. Doch ein Pistolenschuss konnte den Adler in die Flucht schlagen. Der Kaufmann verließ den Wald im Schaden. In Schadenfreude, während er an das Geld dachte, das er schon bald in Händen halten würde. Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Oh, war übrigens dieses Zeichen, das haben wir schon mal gesehen. Zeichen und Symbole der amerikanischen Ureinwohner. Die Jäger der amerikanischen Ureinwohner nutzen Zeichen und Symbole, die sie in Bäume ritzten oder an Wände malten, um mit anderen Stammesmitgliedern zu kommunizieren. Viele Symbole vermittelten religiöse oder mystische Glaubensgrundsätze. Einige warnten vor Gefahren oder boten Schutz, andere markierten gute Jagdgebiete. Die meisten Symbole waren stammesspezifisch und konnten von anderen Stämmen nicht gedeutet werden. Die Abbildungen unten und gegenüber zeigen einige Symbole, die von den Stämmen in Nordamerika und Kanada benutzt wurden. Bild eines Jägersymbols, gutes Jagdgebiet. Dann Bild eines Schmetterlingssymbols, eine Vision oder ein Traum von der Zukunft. Bild eines Schädelsymbols, ein Schutzzauber oder Bann, der von bösen Geistern schützen sollte. Ah, das soll also schützen vor bösen Geistern. Sie bannen. Interessant. Achso, die Geschichte haben wir noch nicht zu Ende gelesen, da halten würde. Doch da fiel ein großer Baum um und versperrte ihm den Weg. Er musste umkehren und einen anderen Weg finden. Da traf er ein weiteres Mal auf die Bären. Der große Geist hielt ihn an diesem Tag auf und die Bären konnte Rache üben. Die Natur zu verärgern bedeutet, das eigene Leben zu opfern. Der große Geist sieht alles, vergiss das nie und sei auf der Hut. Respekt ist die Lebensart des Stamms. Okay. Ja, jetzt hätten wir das Zeichen schon mal gewusst, dass es Geister vertreibt. Es lohnt sich, Lucky Lucky zu machen, Jess. Nicht immer gleich ausrasten, wenn ich nicht schnell genug für dich bin. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. So, stimmungsvolles Licht und das Kaminfeuer machen wir auch mal an. So. Mike 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wäre es entspannter. Wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht zu weit. Was ist los? Sind wir Charmeur? Mache ich irgendwas falsch? Nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Du kannst nichts dafür. Jess? Ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance. Und ich werde dir zeigen, was du brauchst. Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Mike, aber? Die Fensterläden. Was ist da? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay. Wir sind allen zu meckern, an allem. Oh Gott. Ah, da draußen ist was. Sollten wir die Fensterläden jetzt aufmachen? Ist natürlich die Frage. Oh, Hilfsbereitschaft ist gestiegen. Witzig. Jess steigt noch weiter. Moment. Hinweis gefunden. Das sind die ganzen Hinweise. Da haben wir schon einige gefunden. Ich müsste mal die Führung schauen. Okay, das war im Wasser, das sollten wir irgendwo hochkrabbeln. Was war das? Säge aufpassen. Das war das mit dem Vogel, das haben wir schon. Braun, Verlust.
Okay. Hier soll es während der Ton freischalten, der mögliche Verlust eines Freundes, genau. Fällt irgendwie nach unten vom Mike Gefahr. Okay, da ist wieder der Ochs. Und Glück. Eine Prophezeiung des Glück. Nee, ich kann da nichts sehen. Kannst du die Fensterläden bitte schließen? Bitte. Sollten wir das schließen jetzt? Voilà. Die Läden sind dicht. Ah. So, wo waren wir? Ja, ich weiß nicht, ob das richtig war. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen müde durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was? Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Was hat Mike falsch gemacht? Hallo? Du bist super abschätzig, klingt kompliziert. Abschätzig, beruhigend. Ja, wir sind immer beruhigend. Jess, das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast dein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja. Ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Na, ich würde eigentlich jetzt nicht... Schmetterlingseffekt, Aktualisierung. Oh Gott. Was ist das? Was ist das? Sieht aus wie so ein Geist. Eieieiei. Mike? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los! Oh mein Gott. Gibt's hier irgendwas, was ich mitnehmen kann als Waffe? Ich bin so total entkleidet. Und hier ist irgendwie jetzt das Fenster offen. Ach du Heiliger. Wieso ist das Fenster offen? Hä? Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Jess, bleib hier. Oh mein Gott. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal. Euer Pech, ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und boah. Wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß. Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun. Oh. Oh, so eine Scheiße. Oh. Jess, beruhig dich. Wow. Oh.
Alte Scheiße! What the fuck? Die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Boah, Leute, ich bin noch ganz baff und jetzt muss ich hier schon das nächste machen. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Vielleicht. Komm, dann gehen wir mal. Meine Güte. Kann man hier oben noch irgendwas einsammeln? Wie hätte ich denn das jetzt verhindern sollen? Scheiße, jetzt will ich es nochmal spielen. Meine Güte. Man hat immer so das Verlangen, alles richtig zu machen. Was wäre wenn? Wie hätte man reagieren sollen? Oh, was liegt denn da? Ist das auch so ein... Hinweis entdeckt. Hennas Brillen-Etui. Okay. Ja, seht ihr mal, hat sich schon wieder gelohnt, zurückzugehen, weil wir schon wieder einen neuen Hinweis entdeckt haben. Na komm, runter mit dir, Chris. Also das Spiel, das bleibt echt spannend wie nix. Ey, ich frage mich, ob später überhaupt noch Leute übrig bleiben hier. Gerade hatten wir zu Jess so eine gute Beziehung und dann verreckt sie uns einfach. Vor allem, wer ist so stark mit einer Hand oder mit... Man kann die doch nicht so durch die... durchs Fenster quetschen. So eine Kraft kann doch kein Mensch haben. Das check ich nicht. Irgendwie ist mir das alles extrem unheimlich. Oh, da liegt noch was. Was ist denn das? Wow. Hinweis entdeckt. Licht von unten. Ja. Aber der Strom ist gar nicht an. Schräg. Schon komisch. Ah. Der Strom ist nicht an, aber von unten scheint Licht. Wow! Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaub schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Ein Knopf. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich den Knopf drücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Ja, wie das abzusehen ist, dass man hier auf den Knopf drückt. Klar drückt man auf den Knopf, hallo. Wow, Wand geht auf, Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Vielen Dank. Jetzt müssen wir wieder Chris spielen. Der vorgeht. Haben wir hier noch irgendwelche Hinweise? Ich glaube nicht, ne? Na gut, gehen wir halt einfach da rein. Okay, hier scheint... Eine Spinne krabbelt über die Überwachungskamera. Was haben wir denn da? Ein Foto. Porträtfoto entdeckt. Was? Wow, was ist hast du das? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Boah, Alter. Heilige Scheiße. Sollen wir ehrlich sein? Ja, das müssen wir. Hey Ash, ich will das jetzt nicht verheimlichen. Sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Okay. Dann gehen wir jetzt zu Josh, wenn ich... Wieso geht auf einmal diese Tür auf?
Frage. Es ist finster wie Schwein, ich sehe hier nichts. Ich mache mir bestimmt gleich wieder in die Hose, hey. Langsam. Glaubst du, es war wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. Was haben wir denn da? Ah, Dr. C.J. Swaffham, Abteilung für Ethnizität. Sehr geehrte Dr. Swaffham, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben, zum Beispiel Graffiti und Personen, die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Dies ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Ich habe mit den Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, ihrem Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Auf der Rückseite habe wieder diesen Irren gesehen. Donnerstag 21.17 Uhr hing beim Generatorschuppen rum. Ich werde ab jetzt Buch führen. Tatsächlich. Von Josh's Mom. Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht sehr, sehr weit. Die Tür musste ja jetzt aufgehen, sonst wäre der Gang ja komplett sinnlos gewesen. So, was haben wir hier für einen Raum? Gibt es hier noch irgendwas? Hinweise über Hinweise. Wir brauchen Hinweise. Ach, jetzt sind wir hier im Eingangsbereich, ne? Ich glaube, die brauchen wir jetzt gar nicht aufmachen. Die Fronttür, die ist ja auch wieder verschlossen. Ist die schon wieder vereist, oder was? Kann jetzt aber fast nicht sein. Josh! Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief, wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen, das Licht. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Eieiei. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Willkommen! Ashley! Ach du Heiliger! Lass mich rein! Ashley! Ich... Komm schon! ...werde... Komm! Ash! Ash! Boah! Okay. Was sind das für ein Verrückter? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Wackelt der Typ durchs Haus? Oh Gott! Was macht der da, der Psychiater? Es wird ja immer gruseliger hier. Jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Boah. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit.
Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Welche ich am meisten mag? Oh gosh, ich mag Sam am liebsten. Ich mag Josh. Ja, Sam. Ich mag Emily am liebsten. Ich mag Matt am liebsten. Ja, Matt. Chris und Ashley. Dann würde ich Ash sagen. Ich mag Mike am liebsten. Ich mag Jessica am liebsten. Na da, Mike. Gott. Josh oder Emily? Na, hier wieder Josh. Chris oder Jess? Na, würde ich sagen, Chris? Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Oh Gott.